Soll ich jetzt da hin oder? Komm, erst hier hin. Egal, ich stehe hier direkt vor. Machen wir das. Wir sind schon im Versteck. Oh, was Feines. Ja. Ich würde sagen, das ging deutlich daneben. Zack, 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 zack. Ich würde sagen, die Banditen sind kaputt. So, Dorn der Ratte. Fleischerhandschuh. Oh. Nein! Zerstören, ja. Was nehmen wir das? Zerstören. Ja. Hep. Dann kann ich diese scheiß Handschuhe da auch weglegen. Fleischhandschuhe. Das ging ja super easy. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Ja. Das Versteck ist schon mal kaputt. Aber eigentlich schon so ein bisschen komisch, wisst ihr das? So. Spitze kleine Nallen. Das ist doch wirklich so viele Banditen. Ach komm. Ich muss dringend mal was verkaufen gehen. Hätte ich eigentlich bei dem Händler machen können. Jetzt sollten ja theoretisch... Das war gute Arbeit. Solltet ihr uns übrigens von weiteren derartigen Gruppen befreien, findet ihr mich im gehängten Mann. Ich erwarte euch mit hübschem Spielzeug als Belohnung. Mit den besten Empfehlungen einiger... interessierter Freunde. Und wie komme ich zu der Ehre? Gehängter Mann, gehängter Mann. Wo ist der gehängte Mann, gehängter Mann? Das heißt, die Nadelspitzen sind wir jetzt los, ja? Der gehängte Mann. Vielleicht können wir da auch unseren Plunder verkaufen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. So viele vielleicht. Ihr seid uns noch etwas schuldig, Isabella. Nun, Lucky, ich sag euch mal was. Da die Information, die ich von euch hatte, nichts wert war, werde ich genau das bezahlen. Meine Jungs und ich werden schon auf unsere Kosten kommen, ihr Miststück. Oh, ihr armes, süßes Ding. Sagt mir, Lucky, ist es das wert, dafür zu sterben? Ich glaube nicht. Oh, die hat Feuer. Die hat echt Feuer. Mit der rede ich später. Kann ich vielleicht... Willkommen im gehängten Mann. Ich wollte einfach nur einen kurzen Blick in euer wundervolles Etablissement werfen. Ihr habt wohl unsere kleinen Gäste noch nicht bemerkt. Ich will handeln. Ich will meinen Plunder loswerden. Gab es in Rothering ein Gesindeviertel? Das Dorf war zu klein, um eine Mauer außen herum zu errichten. Geschweige denn einen Ort für Elfen. Ach so, ja, da müssen wir ja das Ding abgeben, ne? Stellen und Nebengebäuden. Ich glaube, da sind mir die Gesindeviertel lieber. Red ich mal mit der.
Ihr seid neu hier, richtig? Na dann herzlich willkommen und behaltet immer schön die Ruhe. Für die Männer seid ihr nichts weiter als Brüste und Arsch und sie haben keine Hemmung, nach beidem zu grapschen. Gut zu wissen. Danke für den Rat. Gerne doch. Ich bin Isabella, früher Kapitänin Isabella. Aber ohne mein Schiff klingt dieser Titel ein wenig albern. Ihr stammt aus Ferelden, richtig? Ihr habt diesen gewissen Gesichtsausdruck. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Denerim. Wisst ihr, ihr könntet genau die Richtige sein, um ein kleines Problem für mich zu lösen. Was kann ich für euch tun? Ich helfe euch gerne. Jemand aus meiner Vergangenheit belästigt mich. Also habe ich ein Duell arrangiert. Und wenn ich gewinne, lässt er mich in Ruhe. Ich bezweifle allerdings, dass er fair spielen wird. Also brauche ich jemanden, der ein Auge auf mich hat. Ich tue es. Ich glaube, ich schaffe es, ein Auge auf euch zu haben. Darauf wette ich. Das Treffen mit Hater findet nach Einbruch der Dunkelheit in der Oberstadt statt. Wir treffen uns dort. Also, okay. Wir sind neulich ein paar Notizen auf dem Tisch aufgefallen. Und das war diese verdächtige Dame, oder? Nee, das war sie nicht. Mit Varric will ich auch noch nicht sprechen, weil ich weiß, dass das die, wahrscheinlich das Ding triggert. Wölfe hüten. Oberstadt Nacht. Ich gehe erstmal Nacht in die Unterstadt. Und dann verkaufe ich mal diesen ganzen verdammten Plunder. Irgendwo gibt's da ja wahrscheinlich einen Händler. Vielleicht versteht ihr den Unterschied zwischen Geistern und Dämonen nicht richtig. Habe ich euch gefragt? Die Geister waren die ersten Kinder des Erbauers, aber er kehrte ihnen den Rücken zu, um sich um seine sterblichen Schöpfungen zu kümmern. Wer sich dagegen auflehnte, wurde zum Dämon, getrieben, alles an sich zu reißen, was die Sterblichen hatten, und die Gunst des Erbauers zurückzuerobern. Euer Erbauer ist eine Geschichte, mit dem ihr Menschen die Welt erklärt. Wir haben unsere eigenen Geschichten. Ich muss mir keine von euch ausleihen. Ich. So. Plunder verkaufen. Haben wir schon mal das weg. Das kommt weg. Das. So. Weg damit. Die Rüstung brauche ich alle gar nicht. Die habe ich besser. So. Weg mit der ganzen Kacke hier. Ey. Ich brauche Platz. Platz. So. Ja. Ich denke mal, jetzt haben wir wieder einigermaßen genug Platz. Ja, Moment. Habe ich die nicht eben getroffen? Warte mal, wir können doch jetzt hier direkt in Gamblins Haus vorbeigehen, oder? Wir sind ja jetzt einmal hier. Auch wenn ich nur ungern zu Gamblin gehe. So schneller wieder rauskommen, desto besser. Beim Atem des Erbauers. Ihr bekommt ja mehr Briefe als ich. Auf dem Schreibtisch liegt schon wieder einer. Oh, ein Brief an Bethany. Werte Bethany, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was mit Tamara geschehen ist. Ich glaube, ihre Familie ist nach Redcliffe geflohen, aber ich konnte sie nicht ausfindig machen. Ich habe kaum noch Hoffnung, aber vielleicht geschieht ja ein Wunder. Ich versuche es weiterhin. Ich weiß, dass ihr mit Tamara eng befreundet wart. Ich schreibe euch, sobald ich etwas erfahre. Hoffentlich geht es eurer Familie gut in Kirkwall. Bestellt bitte eurer Mutter Grüße von mir. Ich werde weiter für euch alle beten. Mit freundlichen Grüßen, Schwester Ursula. Oh. War halt einfach nur so ein Brief. Wieder dabei. Ich fand Meryl ganz gut. Gehen wir erstmal hier. Das von den Kräuterkundigen. Dann haben wir schon mal das erledigt. Ich habe Varric sagen hören, ihr werdet ein grauer Wächter. Ich war einer. Ich habe einmal einen Wächter getroffen. Damals in Ferelden. Er hieß Duncan, glaube ich. Ein seltsamer Mann. Aber er hatte einen wunderbaren Bart. Ich hatte vorher noch nie einen gesehen. Es sah aus, als hätte ihn ein Eichhörnchen am Kinn gepackt. Oh Mann. Ihr habt alles gebracht, was auf der Liste stand. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Und ihr ist natürlich die zugesagte Belohnung.
Waren für Magier. Wunderstab. Stimmt etwas nicht? Ich habe die Tränke erst gestern alphabetisch sortiert. Ich denke mal, wir haben derzeit bessere. Thresk. Hallo. Ihr habt mein Geheimnis bewahrt. Niemand im Orden weiß, dass ich dabei stand, während welche der Hüse ermordet wurden. Es ist weitaus schwieriger, das vor mir selbst zu verbergen. Tja, was will ich machen? Du hast gesagt, ich soll sie schützen. Wo war das nochmal? Ich glaube, das war die Oberstadt, wo man Runen bauen konnte. Ich würde nämlich jetzt wirklich gerne meine Waffen so ein paar Runen verzaubern. Hier war das doch mit Runen, oder? Runen. So. Verdammt. Lyrium, Silberit. Verdammt, ist das teuer. Kann man das irgendwo kaufen? Es ist immer eine Freude. Ich... Erstklassige Luxusgüter. Nein. Olafs... Nee, Waffenkammer brauche ich nicht. Klingen? Nee. Verdammt! Warum brauche ich denn Lyrium? Roben? Ja, Roben brauchen die sowieso nicht. Die haben ja eh was anzuziehen. Oder sagen wir so, die haben ihre eigene Rüstung. Verdammt, wo kriege ich denn Lyrium und Silberit her? Wahrscheinlich aus Höhlen, ja. Aber gehen wir erstmal dahin. Zu Captain Isabella! Pass auf, jetzt kommen hier auch wieder irgendwelche Truppen. Wahrscheinlich nicht mehr von der Nadelspitze, sondern von irgendwas anderem. Ist mir egal, aber da ist sie ja schon. Hallo. Da seid ihr ja. Ich bin schon seit Stunden hier. Heda ist nicht aufgetaucht und auch sonst niemand. Oh, das gefällt mir nicht. Vielleicht hat es vergessen und wir können alle zu einem angenehmeren Ort gehen. Das ist die Hure, nach der wir suchen. Schlitzt sie auf. Oder auch nicht. Ja, natürlich. Also dieses Versteinern hat positive, aber auch negative Werte. Yep. Du machst hier überhaupt keinen Schaden. Kann das sein? Also fair gespielt war das nicht. Flasche mit Fusel. So. Hey, das Brief. Er versteckt sich in der Kirche und schickt irgendwelche Schläger, um mich loszuwerden? Mieser Feigling. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Na los, komm schon. Jap. Sind schon unterwegs. Bist ja eine richtige Außenseiterin. Du gehst als eins, das ist rechtsrum. Easy. Seeräuber. Irgend so ein Pirat oder so. Also die KI hier in Dragon Age 2 muss ich ganz ehrlich loben. Die ist gut. Die heilen mich. Ich brauche so gut wie gar nicht mehr auf die Heilung zu achten. Und kann einfach nur bei meinem Damage-Dealer bleiben. Oder bei meiner Hauptfigur. Klar, muss ich manchmal was befehligen, aber im Grunde genommen eher nicht. Schauen wir mal. Wieder in die Kirche. Ist ja wieder sehr schön. Ausgerechnet hier alles mit einem Kampf zu beenden. Isabella, ich hätte wissen müssen, dass ihr mich hier findet. Sagt euren Männern, sie sollen nächstes Mal die Briefe verbrennen. Es hat Castillon das Herz gebrochen, als er von dem Schiffbruch gehört hat. Ihr solltet ihn wissen lassen, dass ihr noch am Leben seid. Das muss ich wohl vergessen haben. Wo ist die Reliquie? Ich habe sie verloren. Castillon wird wohl oder übel auf sie verzichten müssen. Ihr habt sie verloren?
Genau wie ihr ein ganzes Schiff voller wertvoller Fracht verloren habt? Sie waren keine Frachthelder, sondern verzweifelte Leute. Diese Sklaven waren 100 Sovereigns pro Stück wert. Und ihr habt sie in die Wildnis entkommen lassen. Und jetzt ist auch noch die Reliquie verschwunden. Castillon wird nicht glücklich sein, das zu hören, das verspreche ich euch.